Moin moin Leute und herzlich willkommen hier zu einer kleinen Runde The Crew. Ist ein mega nices Autorennspiel, was 100% online ist und so. Also es spielt sich alles online ab, ob es jetzt Karriere ist oder normal rumfahren. Ist alles auf einem Hauptserver das Ganze. Falls ihr The Crew nicht kennt. Wie gesagt, es sind alte Spiele mittlerweile. Ich habe das jetzt auch schon knapp 2, 3, vielleicht 4 Jahre. Ja, und bin ziemlich weit eigentlich. Also von der Karriere nicht wirklich, aber jetzt so an sich so. Also ich habe viele Fahrzeuge. Die werde ich euch jetzt mal zeigen. Hier, das ist mein Dragster. Der ist, also jeder Wagen kann nur auf eine Tune-Wertung, also Leistungstune-Wertung von 1400. 65, wie ihr oben sieht, rechts oben in der Ecke. Und wir haben da klar einige Fahrzeuge, wenn ich jetzt mal hier auf meine Sammlung klicke. Na klar, hier, die hier habe ich nicht, obwohl ich das Serienfahrzeug habe. Dann habe ich noch ganz viele andere Fahrzeuge. Dann sieht man ja die Typen, nicht mit Maus bewegen, müsstet ihr eigentlich sehen. Oben seht ihr halt die Serienfahrzeuge. Ich habe insgesamt 66 Serienfahrzeuge. Davon, von den 66 Fahrzeugen, also hier Serienfahrzeuge, habe ich 11 Straßenfahrzeuge, 5 Gelände, 29 Performance, 7 Rallye und 28 Rennen mit den Klassen so gesehen. Und wir machen heute mal, ja, wir schauen mal, welchen wir. Ich glaube, wir spielen den hier. Den hier. Weil den werden wir jetzt erstmal verbessern. Damit der eine hohe Wertung kriegt. Wie wir das machen, zeige ich euch noch gleich jetzt auch. Könnte man so als Tutorial ansehen, aber dann auch wieder irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ne? Wir fahren gleich im Grunde die ganze Zeit nur ein Event. Und dieses Event kriegen wir denn ja Performance Sachen, also Motorleistung, die den Wagen, euer Wagen schneller machen. So, ich gehe mal wieder. So, ja, halt die Schnauze. So, dann gehen wir, habe ich jetzt M gedrückt für die Karte und jetzt gehen wir hier auf Tests und machen diesen Test hier, auch wenn ich den schon unmaß gefahren bin. Wir machen Blitzreise dahin. Und hier werden wir wahrscheinlich auch ein paar Leute sehen, eventuell. Okay, es ist gerade keiner hier. Im Grunde müssen wir hier nur geradeaus fahren. Mehr müssen wir eigentlich nicht machen. Und wir müssen auf 2 Kilometer Entfernung müssen wir geradeaus fahren, so gesehen. Bevor die Zeit abgelaufen ist, damit wir überhaupt irgendeine Medaille kriegen. Okay, wir müssen nicht unbedingt jetzt ausschließlich geradeaus fahren, ist aber halt der kürzeste Weg. Und ja, das mache ich also ziemlich oft eigentlich nur. Man sieht, hier kriegt man, also bei diesen Tests normalerweise mache ich immer so Jumps. Und da kriege ich immer nur vielleicht maximal 10 plus Effekt auf Motorleistung und so weiter. Auf die Geschwindigkeit so gesehen. Und jetzt drücke ich einfach B für nochmal, dann spawne ich wieder vor diesem Tor, so kurz davor. Und jetzt geben wir einfach wieder Gas und fahren nochmal durch. Das machen wir heute mal mit ein paar Fahrzeugen, auch wenn das relativ langweilig für euch wahrscheinlich ist. Ist in meinem Fall, also ich finde das auf jeden Fall nicht langweilig. Also, keine Ahnung, ich mache sowas halt gerne, ne? Ich springe auch 6 Stunden eine Rampe, ist mir auch egal. So, ich habe halt Spaß an dem Spiel und das ist egal, was ich hier mache. Macht halt alles Spaß. So, und ja. Das Beste ist, ich wurde ja mal in einen Kommentar gefragt, ja, kannst du mal wieder mehr Videos machen, weißt du? Dann haue ich heute Morgen um 5 Uhr eins raus, so, nach 12 Stunden hat es einen Aufruf und das ist sogar noch mein Aufruf, also, ja gut, ne, hab ich gesagt, ne.
dass sich was gewünscht wird, dass ich mehr mache, so gesehen. Also, dass ich überhaupt mal wieder Videos rausbringe und dann mache ich mal eins, sag ich so, und dann nach 12 Stunden hat das ein Aufruf und das ist sogar mein Aufruf. Also, ist das so Panne? Deswegen gibt es heute, so gesehen, also jetzt am Mittwoch oder vielleicht Dienstagabend, ich weiß noch nicht, wann ich das hochlade. Dienstagmorgen, Mittwochmorgen oder so. Lade ich das dann wahrscheinlich eh hoch. Und dann mal sehen, ne, wie es überhaupt ankommt. So. Kann auch jetzt auch andere Modi fahren, also so Verfolgungsjagd rein theoretisch, aber ich möchte ja eher ein bisschen selber ein bisschen chillen. So. Ich habe da gerade eine Einladung gekriegt, aber wir machen das lieber auf der Art, weil ich finde das nicht so stressig so gesehen. Okay, Kisten mitfahren, also Delikte, auf jeden Fall diese Kisten, so also Kisten mitfahren. Muss man halt mitfahren, muss man halt nur hoffen, dass die nicht verhaftet werden, so gesehen. Ja, aber ja, keine Ahnung, was ich sagen möchte. Also es ist zwar auch chillig, aber jetzt selber die Kisten fahren, immer verhaftet zu werden, das ist bei mir gleichzustellen, wie ich raste sehr schnell aus. Ja, und das ist halt immer blöd. Es reicht, wenn man ein Video aufnimmt oder so und ich rage hier rum und krieg meine Ausraster. Ist halt, kann man sich zwar lustig vorstellen, aber ist gar nicht so tatsächlich so lustig. Da ich mich da nicht diese Ausraster habe, da habe ich mich halt auch nicht unter Kontrolle, egal was ich da mache. So. Egal, ob ich jetzt gegen die Wand boxe und mir meine Faust zertrümmere, so wie ich das ja schon gemacht habe, und meine Faust der kleine Knochen voll im Arsch jetzt ist, und der echt schmerzt, so, ja, ist halt Eigenschuld, ist halt dumm, ne? Aber auch Nitro ist ja irgendwie logisch für ein Autorennspiel. Halt mega entspannt, finde ich so. Und so verbessert man am besten halt die Fahrzeuge. Man kann zwar auch so Ingame-Geld oder Echtgeld ausgeben, um die Fahrzeuge, sag ich mal, schnell hoch zu tunen, aber ich finde das schwachsinnig. Erstens ist es Geldverschwendung, warum kaufen, wenn man das auch kostenlos haben kann. Und zurzeit kriege ich sogar knapp 900 pro geradeaus fahren. Weil ich halt diese Summer Dingsenbumsten da immer mitmacht, dann so Event so. Und dann nach ein paar Tagen, wenn ich da gute, da entweder kriegt man da ein Geld, Fahrzeug, ein Fahrt, also ist halt immer unterschiedlich. Also meistens kriegt man dann entweder nur Geld und da so ein 50% Währungs- und Erfahrungsboost, obwohl ich schon maximal Level 60 bin und höher als Level 60 kommt man in dem Spiel nicht. So. Und für jeden, der das Spiel denkt, oh, The Crew 1 ist eigentlich voll geil, also The Crew, der erste Teil ist eigentlich voll geil, will ich mir noch kaufen, könnt ihr machen. Ich gebe euch mal einen Tipp, wenn ihr schnell leveln wollt, auf Max Level kommen wollt, fahrt diese Kisten. Wenn ihr, na klar, auch da euch das Cop-DLC kauft, so gesehen, dass ihr Cop-Wagen fahren könnt, könnt ihr machen. Müsst ihr aber nicht, wenn ihr das fahren wollt. Ihr könnt die Kisten auch ohne das DLC fahren. Es geht. Ihr könnt zwar keinen Polizeiwagen fahren, denn so gesehen, sondern nur normale Fahrzeuge, die ihr halt selber gekauft habt hier. Geschweige auch die Polizeiwagen, die muss man halt auch selber kaufen. Ne? Ich habe ein paar davon. Vielleicht zeige ich euch noch mal irgendwann mal meine ganzen zeige ich euch so nicht, zum Beispiel so Wagen für Wagen, weil das ist echt echt viel. Und was auch echt cool ist, man kann auch, aber ich sollte nicht V drücken,
und kann auch in die Innensicht gehen. Dann hat man so ein Innensicht-Feeling hier. Wie es halt denn aussieht. Hat doch was. Und wir sind schon lange durch die Endmarkierung, durch die Endmünze, sag ich mal, nicht Münze, sondern Medaille durchgefahren. Halt die Platin, glaube ich. Und das machen wir. Und hier findet, na klar, auch das nächste Event demnächst statt, wenn das jetzige halt fertig ist. So, und hinter mir sieht ja ein Geist. Und da hinten die Namen, die mit der Meta-Anzahl so gesehen. Das sind halt auch alles Spieler. Hier ist halt eigentlich viel los, weil hier muss man eigentlich nur geradeaus fahren. Man kann den Wagen verbessern und man kriegt Geld. Also mehr als Luxus kann es nicht sein hier. Plus 12 auf Bremsen, also dass ich besser bremsen kann. Und so ziehen wir halt jetzt erstmal ein paar Wagen jetzt durch. Es kann sein, dass das eine XXL-Folge wird, auch wenn das relativ langweilig für euch ist. Ja, mir macht es halt trotzdem Spaß, ne? Ist halt genau mein Ding, ne? Und irgendwann muss ich ja meine ganzen Fahrzeuge hier verbessern. Ich bin da schon ziemlich lange dabei, eigentlich viele Fahrzeuge zu verbessern, aber meistens kaufe ich mir dann, also tune ich dann wieder, ja, kaufe ich mir neue, tune ich die auf die Kits. Meistens fahre ich halt Performance oder Rennkit, wenn ich so für mich fahre. Oder auch hin und wieder auch Rallye. Ich habe eine Cross-Maschine, also eine Rallye-Motorrad. Zum Beispiel auch. Du Arsch, bleib doch nicht genau auf der Straße stehen. Und der Wagen hat echt Power, muss man schon sagen. Hier Leichtbau plus 18 Effekt. Sag ja hier, also wenn ich jetzt jumpen, die Rampen, also über Rampen springen würde, dann würde ich halt vielleicht manchmal plus 10 bekommen, so dass das Maximale so. Und hier kriege ich echt viel. Und deswegen sind ist ein Fahrzeug mega schnell auf Max Level. So gesehen, und ihr seht ja jetzt schon an der Geschwindigkeit, okay, ich fahre jetzt die ganze Zeit mit Nitro. Ich kann, am Anfang bin ich ja ohne Nitro gefahren. Dem Wagen hattet ihr ja gesehen. Voll in die Eisen. Ja, Motor. Motor ist aber nicht. Bremsfähigkeit wurde erhöht. Darunter ist immer so ein kleines Symbol, darauf muss man halt achten. Ich muss mir hier mal kurz eine drehen. Und hier verbessern halt ziemlich viele ihre Fahrzeuge. Es gibt noch klar noch viele andere Sachen, die eigentlich cool sind, so. Aber hier, das habe ich erst vor ein paar Tagen gesehen, ich glaube vor 3 Tagen hier das Event. Aber auch nur, also diesen, das ist dieser Test so gesehen und ja, keine Ahnung, es ist halt, ich war alle 7 Tage ist ja so gesehen eine Fraktion oder das Gang Battle hier und also das Fraktionsbattle so gesehen und man kriegt dann beim Login bestimmt Bonus. Ich weiß nicht, ich dachte jetzt in dem letzten, in der letzten Gang, so gesehen, wo ich jetzt drin bin. Ich weiß gar nicht, in Bears oder in dem oder Tiger, keine Ahnung, wo ich jetzt drin bin.
Ja, auf jeden Fall, man kriegt da immer Login-Bonus und hier kriege ich irgendwie voll wenig, nur 7000. In der vorigen habe ich dann richtig viel bekommen. Ich glaube, 72.000 hatte ich immer gekriegt. Aus dem Weg, du Pisser. Ein Steuerschip ist für Geschwindigkeit. Also der Wagen jetzt ein bisschen schnell. Ich versuche jetzt mal das Ganze ohne Nitro zu fahren. Wieder um zu gucken, wie schnell wir beschleunigen, was geht eigentlich. Sechzig, 370, haben noch 10 Sekunden Zeit. Also ist auf jeden Fall echt scha möglich schaffen. Also auch ohne Nitro. Das meinte ich halt. Okay, jetzt habe ich bloß 9 Uhr gekriegt. Man muss jetzt nicht nur stocken, einfach geradeaus fahren. Man kann jetzt auch hier einfach hier umdrehen. Hier einfach in eine Richtung fahren, wenigstens fahren. Das ist hier die Devise. So, das war jetzt ziemlich schlecht von mir. Wie viel Zeit verloren jetzt so gesehen, weil ich erst gedreht habe und so. Deswegen fahren wir jetzt einfach relativ immer nur geradeaus. Sorry, Leute. Nur das machen wir jetzt so lange, bis der Wagen auf 1465 mit der Zahlen, ja, mit der Leistungswertung ist so gesehen. Nehmen dann gleich noch ein anderes Fahrzeug und machen das dann weiter. Also, es könnte halt echt langweilig für euch sein. Ich schätze mal, ist es auch ziemlich langweilig so. Aber mir macht es halt auch Spaß so, ne? Und was Spaß macht, nimmt man doch gern auf, sagt man doch. Meistens spiele ich halt auch nur das Spiel so. Und das ist ziemlich lange manchmal. So, es gibt Tage, da spiele ich dieses Spiel 4, 5 Stunden lang. Also, gibt immer etwas zu tun. Es reicht, wenn man das Ziel hat, jedes Auto in diesem Spiel zu besitzen und dennoch auf diese Serienfahrzeuge mit allen Kits auf maximaler Wertung zu haben. Vielleicht auch mal die Karriere weitermachen, aber ich habe dazu keine Lust. Für die Karriere bin ich jetzt ungefähr auf der Hälfte oder so. Gerade mal.
Morgen ist es auch soweit, da kaufe ich mir eigentlich eine neue Maus, also Mittwoch. Wenn ihr das Video seht, dann bin ich mittags irgendwie in der Stadt und werde mir eine neue Maus kaufen. Morgens, Termin dafür bin ich auch schon morgens da. Ich weiß halt noch nicht, wenn ich mein Geld bekomme. Ob das erst nachmittags bekomme oder doch schon morgens. Weiß ich halt nicht. So, wir können jetzt mal einfach sagen, komm, wir nehmen jetzt einfach mal ein anderes Fahrzeug. Sind ja mit dem jetzt relativ weit gekommen. Entweder gehe ich jetzt zur Garage oder ich gehe auf die mobile Garage, was ich auch mache. Und hier sieht man dann nochmal alle Fahrzeuge. Hier sieht man auch die ganzen Polizeiwagen, die ich habe. Ne? Geländerallye kann ich heute gar nicht versuchen. Was der jetzt vorhat, das brauche ich gar nicht versuchen. Wird er mit dem Wagen nicht hinkriegen. Dann habe ich, na klar, Motorräder. Hier, ne? Rennen, Rallye, Straße, Performance, Rennen. Meine Ninja. Aber ich bin nicht so der Motorrad. Wenn ich Motorräder fahre, dann ist es meistens in dem Fall, dass ich dann, ja, keine Ahnung. Entweder fahren wir Performance, da habe ich einige Fahrzeuge und ich habe eigentlich jetzt auch alle Lambos, die es gibt in dem Spiel. Ich habe mir alle geholt. Weiß noch nicht. Ich gucke erstmal durch. Mein Wagen ist der grüne. Der grüne mit dem schwarzen Streifen. Wir schauen mal, ob ich einen anderen nehmen kann. Nein. Auch für Rennen habe ich den meinen neuesten gemacht. Den muss ich mal eben raussuchen. Der war es nicht. Nee, der war es nicht. Meine rosane Corvette. Habe ich als Dragster die Corvette und dachte mir so, dann habe ich mir den jetzt auch gekauft, für ja, so ein bisschen rumzudüsen oder so. Meine rosane Corvette. War schon echt knapp, muss man schon sagen. Bei dem Fahrzeug macht das halt ein bisschen mehr Sinn, das verbessern so gesehen. Weil komm, ich mache mal jetzt was anderes jetzt. Wir gehen jetzt auf die Karte und das hier sieht man mal alle Tests, die es hier so gibt. Und mit diesem Kranz so gesehen hier rum, die habe ich halt schon gemacht. Welche nur auf Bronze. Ganz vieles, vieles habe ich auch noch nicht gemacht. Einfach nur Scheiße ist, auf Deutsch gesagt. Und wir machen jetzt ein bisschen hier umstellen darauf und machen das Event erstmal weiter. Es geht noch 4 Tage, steht hier. Das Dirty Reads. Machen wir mal die Treten. Also, zurück. Das ist meine jetzige Wertung. Silber. Gut. Nein, ich habe Silber. Viel ist aber auch, ich habe auch nur Bronze geschafft und so. Dann machen wir als erstes jetzt machen Drag die Dragster-Prüfung. Muss ich jetzt mein Drag-Fahrzeug ausnehmen? Ich nehme wahrscheinlich den meinen neuesten, den Ford hier. Den Ford Focus RS. Den nehmen wir.
Weil der ist eigentlich leicht zu lenken. Der rutscht nicht, also der ist mir noch nicht so schnell weggerutscht. Und bei Dragster kennt ihr ja wahrscheinlich, man muss schalten. Muss das Gas geben. Am Anfang halt muss ich einen Burnout so gesehen machen. Muss auf diesen grünen Balken, dass ich perfekter Burnout kriege. Und bei grün starten. Und bei den Markierungen muss ich halt am besten schalten. So gesehen. Und dann nach Eigenermessen Nitro einsetzen und halt versuchen, echt eine gute Zeit zu fahren. Aber ich verkacke halt meistens mit den Zeiten. So. Also Drag ist eigentlich nicht so mein Fall. Aber damit ihr jetzt nicht nur seht, wie ich die ganze Zeit nur geradeaus fahre, dann fahre ich jetzt hier geradeaus und mache halt ein bisschen Dragster. Es sind immer drei Läufe. Ersten Lauf haben wir jetzt schon gemacht. Es kommt der zweite Lauf, anfangs wieder mit einem Burnout. Und man hat nur bestimmte Zeit für den Burnout. Man muss halt nur ganz kurz in den Grünen eigentlich reinkommen. Ich weiß nicht, warum man das jetzt nicht gemacht hat. Einfach hochschalten, ist egal. Das ist völlig egal. Wichsen, nicht so lange brauchen, um ein Ziel zu fahren. Das ist egal. Aber jetzt waren wir echt schlecht. Ich alles verkackt habe. So sollte es halt nicht laufen. Und der Wagen ist gut. Es liegt also nicht am Wagen. Es liegt tatsächlich an mir. Bin ich so der Dragster-Typi. Auch wenn ich viele habe. Trotzdem ist es nicht so mein Ding. Ich muss mal einen guten Lauf hinkriegen. Nee. 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 Direkt alle verkackt. Ein guter Burnout, aber der Rest verkackt. 15. 15 noch etwas. Close war auch schlecht, ich weiß nicht. Ich habe, glaube ich, eine bessere Zeit schon gehabt. Ja, nur 1100stel langsamer gewesen. Event abgeschlossen. Normalerweise kriegt man jetzt ein Tune-Teil. Wenn man durch hat, dann kriegt man irgendwas anderes. Ich kriege jetzt eine Frontstoßstange. Und dann machen wir hier auf Fortfahren. Mein Event-Rang ist gerade um einen gefallen. Ziemlich blöd. Und ja, es gibt jetzt na klar vieles anderes noch. Zum Beispiel dieses Event, wo ohne steht, das mache ich nicht. PvP mache ich auch nicht. Das finde ich halt echt nur nervig. Schuh kann ich jetzt auch nicht machen, weil mir da was fehlt. Beziehungsweise mir fehlt halt einer in der Crew. dann fahren wir jetzt erst nächstes Monster Truck. Wir lassen uns hier mit dem Auswählen ein bisschen Zeit. Können jetzt na klar den besten nehmen hier. Oder wir nehmen eben anderen. So. Komm, ich mach das anderes. Komm. Hier bestätigen wir. Eigentlich wollte ich mir die aufsparen, aber ich habe jetzt gerade Lust für eine. Können wir morgen ja eine neue holen. Monster Truck heißt, man muss halt durch die Punkte fahren. Und so gesehen, um Punkte machen. Man hat drei, glaube ich, 3 Minuten Zeit dafür. Auf diesem wunderschönen Hindernisparcours. Ja, knapp 3 Minuten Zeit, so gesehen. Wenn man jetzt sich überall festhängt und das im guten Lauf gemacht hätte, dann wäre es noch besser gewesen. Da bin ich jetzt noch nicht mal rangekommen, weil ich zu langsam bin. Ne? Holen wir jetzt noch die 500 Punkte hier. Okay, das war klar, dass ich das nicht hinkriege. So 2 Minuten Zeit haben das 11.000 Punkte gemacht.
Das Event, das läuft ja schon seit mehreren Tagen, also. Ich glaube 3 Tage, 3, 4 Tage läuft das jetzt schon. Jetzt holen wir uns nochmal die Punkte, die ganz oben sind. Minute Zeit passt. Fünftausend Punkte geholt. In den letzten 30 Sekunden bleiben wir mal hier in der Pipe. Wenn ich jetzt ein bisschen besser schon gewesen. 1000 Punkte mehr. Jetzt kriegen wir halt Event abgeschlossen. Jetzt kriegen wir wieder ein Tune-Teil für das Fahrzeug, für das aktuelle Fahrzeug, was man halt gespielt hat. In dem Fall für Monster Truck. Na, ein bisschen weniger Punkte habe ich gemacht, leider. Mein Rekord liegt bei 32.500. Aber hier kriegen wir jetzt 5.000 pro einmal fahren, so gesehen. Eigentlich ziemlich Luxus. Ja, im Grunde können wir das lange weitermachen. Im Team Monster Truck XP. Ich glaube, wir machen das nochmal. Ich fange halt meistens gleich an, hol mir die Punkte. Dann werden jetzt die nächsten Punkte angefahren wieder. Also man verkackt es hier mal wieder. Wie man sieht, man verliert na klar richtig viel Zeit bei sowas. Man hängen bleibt und so weiter. Zwei Minuten. Immerhin zwischen überhaupt Punkte machen. Der Rest ist mir eigentlich relativ egal. Quälen uns mal nochmal eben hier hoch. In der letzten Minute.
Scheiße, jetzt hänge ich hier fest, oder was? Vierunddreißig, wir sind besser. Rüstung in Nackler Source, Rüstung in Nackler extrem viel Zeit. Die letzten paar Sekunden ist egal. Brauchen wir uns jetzt nicht abquälen. Und wir waren besser als mein Rekord. Wie es aussieht, schätze ich mal. Und ja. Hatten mich nach klar ein Stückchen nach vorne geworfen mit einem Eventrang, das ist nach klar supi. Und jetzt gucken wir mal, was wir noch für ein Event noch machen können, ob wir uns noch mal irgendwie ein bisschen verbessern können oder so. Monster Truck sind wir jetzt auf Silber. Ziemlich gut eigentlich. Dann machen wir jetzt nächstes noch Drift. Wir machen jetzt Drift, komm. Also jetzt müssen 5800 Punkte überbieten auf jeden Fall. Habe ich jetzt zwei Wagen zur Auswahl. Ich nehme nicht den Wagen, der ist ja schon durch so gesehen. Ich dann nehme mal meinen neuesten, das ist auch ein Lambo. Und das ist jetzt das letzte für das Video auch. Weil das ist sonst viel zu lang. Schon mal vorweg sagen, in Drift bin ich extrem schlecht, also gar nicht wundern. Gibt andere Sachen, das kann ich halt ein bisschen besser. Drift liegt einfach nicht dabei. Und man zählt ein Drift, das zählt nur auf der Straße hier tatsächlich. Wenn man hier einen Drift zieht, also auf dem Weißen, auf dem Schnee, dann zählt das halt nicht. Man muss halt echt an den Straßen das machen. Und auch nicht festhängen, das ist auch ziemlich blöd immer. Und ich darf jetzt auch nicht umdrehen und das in die andere Richtung machen. Ich muss halt wirklich in dieser Richtung fahren. Und in Drift, wie gesagt, bin ich extrem schlecht. Wenn ich noch einen schnelleren Wagen nehme, dann habe ich noch mehr Probleme. Also, es liegt nicht am Wagen, wie es aussieht. Und ich bin da klar hinter der Wand. Das bringt mir so einfach nichts. Wenn man so keine Punkte generiert hier. Bin mega schlecht in Driften, ey. Klar, überdreht, 30 Sekunden noch Zeit. Sieht ja, wie wenig Punkte ich hier nur mache. So, damit die Punkte gewertet werden. Stehen bleiben, weil manchmal werden die gar nicht gewertet, wenn man dann weiter feiert und die Zeit ist dann abgelaufen. Richtig doof eigentlich, aber was soll man da machen? Ja, und wir waren schlechter als vorher. Ihr seht ja, Drift ist nicht so mein Fall. Das werden wir auch jetzt damit belassen erstmal. Und dann würde ich mal sagen, das war es jetzt erstmal hier vom Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es ja bewerten, wenn ihr wollt. Müsst ihr, na klar nicht. Aber ich würde jetzt einmal sagen, schön mit Ö und eine schöne Woche noch.